Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Dann wollen wir heute mal mit dem City Transport Simulator Drum spielen. Die Sandbox haben wir ja jetzt schon mal so weitgehend erledigt. So, und fangen wir jetzt mal an hier mit unserem Karrieremodus. Ich bin schon Level 8, da ich schon mal ein bisschen ausprobiert habe. So, wir haben nur eine Straßenbahn, die anderen sind alle gesperrt. Wir können auch alle durchgehen, damit ihr das seht. So, alle gesperrt, seht ihr? So, wir haben auch nur die Originalfarbe, die Spielfarbe und das Blau und das andere ist auch alles gesperrt. Also nehmen wir jetzt erstmal die Farbe und wählen dieses Fahrzeug hier aus. So, dann nehmen wir die Linie 1 vom Freimundplatz, Hauptbahnhof. Und wir fahren um 7.45 Uhr los. Entschuldigung. So, bereit zum Fahren. Was haben wir denn hier alles zum Auswählen? Eingeschaltet, abgerüstet, bereit zum Fahren. Nehmen wir das einfach mal und starten mal das Spiel. So, das ist doch mal ein schönes Schienennetzbild. Und dann wollen wir mal gucken, wie das jetzt hier weitergeht. Übrigens haben wir jetzt auch die Kanalmitgliedschaft. Wenn euch das gefällt, könnt ihr auch gerne bitte einmal auf die Glocke drücken. Wenn ihr möchtet, einen Daumen hoch, Daumen runter, nachdem, wie es euch gefällt. Ein Kommentar, positiv, negativ, was ihr meint, was ihr da reinschreiben müsst. Macht das ruhig mal, damit man weiß, was man richtig und falsch macht. So, lassen wir die Leute erstmal einsteigen. So, Kanalmitgliedschaft, da gibt es dann schon mal Filme, die erst in, sag ich mal, 3 Wochen rauskommen. Die können die Kanalmitglieder schon mal gucken. Da geht ihr einfach auf meine YouTube-Seite und guckt bei Mitglied werden. Und dann lest es euch einfach mal durch oder guckt ihr den Infofilm an und dann entscheidet ihr, was ihr macht. So, jetzt wollen wir uns erstmal hier auf unsere Straßenbahn besinnen. So, wir haben noch 50 Sekunden Zeit. So, was haben wir denn hier? Haben wir denn hier die Linie stehen? Hauptbahnhof, da müssen wir hin. Baumstraße ist, glaube ich, die nächste. So. Haben noch ein paar Sekunden Zeit. Können ja mal uns die Straße mal von draußen angucken. Ist eine schöne grüne Tram. Das ist eigentlich auch ein schönes Bild so. Ne? So, dann gehen wir wieder rein, sonst sind wir zu spät. So, jetzt können wir losfahren. So, mit 20 dürfen wir. So, dann gucken wir mal hier. Und dann beginnt mal wieder das Leben auf der Straße als Trambahnfahrer. Nächster Halt, Baumannstraße. Oh, wir sind etwas zu schnell. So, wir müssen rechts rum, Ampel ist frei. So, da ist dann schon mal das nächste. Unsere Haltestelle. So. Hier ist dann der gelbe Strich. Da müssen wir so ungefähr halten, damit das so funktioniert. So, lassen wir die Leute mal einsteigen. Will keiner so wirklich. Doch, sind die alle draußen und drin. So, dann geht's weiter. So, fahren wir mal dann langsam los. Blinker raus. So, die Ampel zeigt uns grün an. Haltestelle verfehlt. So ein Blödsinn. Ich habe doch da angehalten gehabt. Nächster Halt, Kaiserpark. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Spiel liegt, dass das da Haltestelle verfehlt ist. Keine Ahnung.
So, da ist die nächste Haltestelle. Schon mal ein bisschen abbremsen. So. Türen auf. So, dann gucken wir mal. Oh, guck mal, durch diesen EP-Streifen dachte ich erst, das wäre ein Polizeiwagen da, aber war nicht. So, Türen verriegeln, wir fahren links rum. Blinker ist gesetzt. Türen sind zu. Dann wollen wir mal so langsam losfahren. Aber guckt, Ampel beachtet. Ampel ignoriert, ja was denn jetzt? Könntest du dich dann mal entscheiden, was ich gemacht habe, ob ich es jetzt ignoriert habe oder ob ich die Ampel benutzt habe. Nächster Halt, Oberer Ring. So, na ist egal, wir fahren jetzt erstmal zum oberen Ring. Oh, wir haben ein bisschen Verspätung. So, lassen wir mal langsam ausrollen. So. Machen wir mal die Türen auf, damit die Leute rein und raus können. So. So kann weitergehen. Jetzt müssen wir nur mal gucken, was unsere Ampel hier sagt. Die Ampel erzählt mir, dass wir weiterfahren können. Und zwar rechts rum. Nächster Halt, ja. Ringensteinstraße. Wir sind etwas zu schnell. Passiert schon mal im Eifer des Gefechts. Was dürfen wir? So. Bisschen ruckelt es noch. So, 105 Meter, dann sind wir bei der nächsten Haltestelle. Brauchen wir jetzt auf keine Fahrzeuge achten im Moment, aber es ruckelt ganz schön. So. Mal gucken jetzt hier, aber es ruckelt ganz schön. Also ehrlich. Da müssen Sie sich vielleicht noch was einfallen lassen. Weil am Rechner kann es nicht liegen. So, Hauptbahnhof West. Müssen wir mal schauen, ob wir haben grün. Nächster Halt, Hauptbahnhof West. Haben wir auch grün. So. Oh, da ist wieder mein Reis zum Halten. Na gut, der war jetzt nicht so perfekt. Sechs Sekunden verspätet. 10 Sekunden.
war noch nicht. Ah ja, die Lampen sind ja noch nicht aus. Stimmt. So. Wir fahren jetzt links rum. So. Und langsam. So. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Jetzt haben wir hier. Bitte aussteigen. Wir sind ein bisschen zu schnell. Es ruckelt wieder ein bisschen. Zu schnell. Ja, ich bin ein bisschen zu schnell, ich weiß. So. Dann hätten wir jetzt die erste Runde ja geschafft. So, jetzt haben wir hier eigentlich fast 5 Minuten Aufenthalt. Aber da fragt er jetzt gleich nach. Strecke ist abgeschlossen, 500 EPs haben wir gekriegt. So, wir möchten die Wartezeit überspringen, ja. Ah, jetzt habe ich aus Versehen Nein gedrückt. Naja, muss wohl vom Alter kommen. So, ich möchte euch aber jetzt hier nicht noch 5 Minuten warten lassen. Deswegen tun wir dann wahrscheinlich die Folge hier beenden und sehen uns dann, hoffe ich, in der nächsten Folge wieder oder in einer der anderen Spiele, die wir auf unserem Kanal haben. So, dann bedanke ich mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Denkt an die Kanalmitgliedschaft und an die Glocke. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, euer Donny.